Ich habe immer was zu essen im Eulengleiter. Und zwar dein Lieblingsobst. Einen reifen Pfirsich. Es gibt nichts Besseres als Pfirsiche. Moment, hier ist was Besseres. Ich habe auch noch etwas für dich. Wirklich? Was ist es? Ups, ich habe den Fußabdruck bekleckert. Aber zum Glück nicht die Karten. Keine Sorge, wir finden den Schurken mit einer anderen Methode. Ja klar, wir sehen uns mit dem Eulengleiter in der Gegend um. Cool, sind da noch mehr Leckereien drin? Katzenohren. La, 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 la. Klingt, als singt da jemand in ein Mikrofon. Super Katzensprung! Super Eulenflügel! Super Deckungsgriff! Da! Singt nun Matt in jeden Ton ins goldene Glänze Mikrofon. Goldene Mikrofon für ihr eigenes Konzert geklaut. Damit ihre Motten mit ihr singen können. Aber ich hole es zurück. Und wenn einer von euch beiden mir dabei besonders hilft, weiß ich vielleicht, wem ich die zweite Karte geben soll. Ich komme mit dir. Dafür ist der beste Freund doch da. Hä? Super Gecko-Tarnung. La, la, la. Da ist er. Wie lautet der Plan? Der Plan lautet, für euch beide zurücktreten und zusehen, wie Kick Magie die Sache regelt. Was? Niemals! Sie hat recht. Meister Feng wird die Situation retten. Wie wär's, wenn wir sie zusammen retten? Wie gestern Abend in der Sendung. Oder als Funkelblitz könnte ich vielleicht... Wir warten. Tolle Idee. Gehen wir. Hi! Ja. Gib auf, Roboter. Entweder du bringst diese Spielplatzgeräte zurück oder du bekommst meinen Meister-Feng-Drachen-Kick zu spüren. Und meinen Kick-Magie-Schmerz-Tornado. Negativ. Hä? Du hast es so gewollt. Ha! 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 Geht's euch gut? Alles klar. Meister Feng und Kick Magie sind super stark. Normalerweise krachen sie nicht aneinander. Können wir jetzt bitte zusammenarbeiten und den Roboter stoppen? Ich kann Funkelblitz sein. Tut mir leid, sie passt nicht zu Meister Feng. Du kannst Sloppy sein, sein Hundefreund. Bell, wenn Gefahr droht. Wuff, wuff. Aber ich will nicht bellen wie ein Hund. Hä? Hey, Pyjama-Pappnasen. Ich zeig euch, wie das geht. Jetzt ist Schluss mit lustig. Du hast auf mich zu hören. Der Roboter ist abgelenkt. Das ist unsere Chance. Du hast recht. Bereit, Kick McGee? Na, Logo. Mit meiner Supergeschwindigkeit mache ich einen superschnellen Kranich-Kick. Und ich setze meine Superkraft für einen Kick McGee Powerschlag ein. Und was ist mit mir? Tut mir leid. Sloppy hat keine speziellen Fähigkeiten. Okay, gehen wir. Wie schon gesagt, ich will nicht Sloppy sein, aber dafür Funkelblitz. Du hast auf mich zu hören. Negativ. Ach, komm schon. Hey, Roboter, letzte Chance. Gib uns die Spielplatzgeräte zurück. Ihr werdet mir niemals meine neue beste Roboterfreundin wegnehmen. Ah, du sitzt in der Falle. Kick McGee und Meister Feng kriegen ihren Mann immer. Sogar einen Roboter. Und ich bin auch noch da. Hier ist Funkelblitz mit ihrem neuen, verbesserten, fliegenden Funkelblitz-Kick. Warte auf mich im Eulengleiter. Birdie möchte nur Aufmerksamkeit. Ist es so, dass Eulette dich ständig allein lässt? Nun, du hast Phase 1 meines Plans durchgezogen. Ich glaube, du bist bereit für Phase 2. Also, Mondkraft, mach noch 2 Mini-Mondkristalle. Leg sie in Eulettes und Geckos Raum, damit ich die Kontrolle über das Hauptquartier übernehmen kann. Lass mich nicht hängen, Vogel. Trautes Heim, Glück allein, ihr kleinen Schmetterlinge. Ja! Was ist denn
mit Birdie los? Er war gerade auf einer aufregenden Mission und müsste glücklich sein. Aber so sind Haustiere nicht. Er hat kein Zuhause, du hast ihn nicht trainiert und vermutlich hat er Hunger. Ups. Na dann komm, Birdie. Zeit für Fresserchen. Und wir räumen Catpaws Hauptquartierraum auf. Luna Girl? Flatternde Federn. Ich brauche Catboy und Gecko. Nein, Birdie. Du bleibst hier und frisst. Ich bin gleich zurück. Ich habe gerade Luna Girl auf dem Eulenaugenbildschirm gesehen. Sie ist hier. Okay, dann warte. Was ist das? Oh, das ist nur etwas Futter für Birdie. Vorhin schien er wirklich Hunger zu haben. Solltest du es ihm nicht geben? Mach ich, Gecko. Aber wir müssen uns erst um Luna Girl kümmern. Sie hat dich nicht mal gefüttert, oder? Und jetzt los. Tu, was ich dir beigebracht habe. Während ich diese Pyjama-Nasen auf Trab halte. Schnapp mich doch, PJ Masks! Oh, oh, ein Alarm. Moment. Ich habe eine Idee. Super Katzentempo. Ups. Was ist hier los? Du willst mich wohl austricksen, ha? Nun, dann muss ich sie eben etwas härter rannehmen. Nein! Catboy, ich wusste, dass das passieren wird. Uah, hör auf, mich zu steuern, Romeo. Ich mag es nicht, wenn sich meine Arbeiter beschweren. Also stelle ich dich auf Stumm. Oh nein! Viel besser. Und jetzt an die Arbeit. Im Schnellvorlauf. Und jetzt die Schüssel. Gut gemacht, Eidechsenfuß. Und jetzt, Miezekatze, bring mir meine phänomenale Romeo-Fernbedienung. Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Danke, Kitzekätzchen. So mag ich dich eindeutig viel lieber. Spring, Pyjama-Helden! Naja, ganz witzig, aber ihr sollt doch alle springen und nicht hüpfen. Ich muss noch ein paar letzte Änderungen vornehmen. Eulette, spring aufs Dach und in die Luke, um dir die Fernbedienung zu schnappen. Und du, Gecko, du hüpfst zum Turm hoch und zerstörst die Schüssel. Warum hört ihr nicht auf mich? Bloß weil du der Teamleiter bist, heißt das nicht, dass deine Ideen die besten sind. Wir mussten alles dauernd so machen, wie du es wolltest. Aber... Aha, könnte ich nur aufhören zu springen. Ferngesteuert zu werden ist schrecklich. Oh Mann, ich habe euch rumkommandiert und alle eure Ideen ignoriert. Jetzt steuert Romeo bald jeden. Ist schon gut, wir überlegen uns was. Ja, ein guter Teamleiter zu sein bedeutet, dass man auf die Ideen der anderen hört. Höchste Zeit, ein Held zu sein und auf euch zu hören. Naja, wenn du weiter von Romeo ferngesteuert wirst, kannst du ihn ablenken und wir kümmern uns um den Turm und die Schüssel. Befolgen wir euren Plan. Wie könnt ihr es wagen, mein wunderschönes Kunstwerk zu beschmieren? Wischt es weg, sofort! Und? Habt ihr denn schon alle anderen Kunstwerke im Museum versteckt? Gut, bald werde ich sie los sein. Für immer! Das ist also sein Plan. Er versteckt alle Kunstwerke, damit nur noch seine Statue übrig bleibt. Nicht, wenn ich ihn daran hindere. Nach dem, was er meiner Skulptur angetan hat, ist das hier doch die perfekte Art, es ihm endlich heimzuzahlen. Warte! Er hat deine Skulptur nicht absichtlich zerbrochen. Es war ein Versehen. Ihr nach, Ninjalino! Warum hast du das getan? Das war keine Absicht, aber es geschieht ihm recht. Das hat er auch mit meiner Statue gemacht. Oh nein! Meine Statue! Mein wunderschönes Kunstwerk! Es ist zerstört! Kaputt! Oh, er ist wirklich verzweifelt. So wie du, als deine Skulptur kaputt war. Ich denke, er weiß jetzt, wie du dich fühlst. Aber weil er jetzt so verzweifelt ist, geht es mir kein bisschen besser. Ich dachte, es wäre fair, es ihm heimzuzahlen. Vergeltung macht nicht glücklich. Ja, da hast du völlig recht. Nacht Ninja, es tut mir wirklich leid. Vielleicht kriegen wir das wieder hin. Nein, du hast sie zerstört.
Und deshalb werde ich jetzt alle Kunstwerke der anderen kaputt machen. Hört auf, Ninjalinos! Ich weiß, alles ist meine Schuld, aber deine Statue sieht immer noch gut aus. Ja, und sie sieht dir echt ähnlich. Abgesehen von der Hand. Und du hast sicher viel Arbeit reingesteckt. Das kann man sehen. Vergiss es! Sie ist jetzt nur noch für eine Sache gut. Und zwar das Museum zu zerstören. Stoßt sie um, Ninjalinos! Nein, Ninjalinos, tut das nicht! Wow! Sollten wir nicht den Heißluftballon suchen? Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Worauf zeigt er? Eulenaugen. Da, Luna Girl. Ringelndes Reptil. In Zukunft gehe ich lieber zu Fuß. Habt ihr gesehen, wie gut ich hergeflogen bin? Schau gut zu, Eulette. Dann lernst du vielleicht ein paar meiner Tricks. Tricks? Du bist doch fast abgestürzt. Ja, ich bin der Hammer auf diesem heißen Teil, oder? Meine Flüge werden uns eine große Hilfe sein. Deine Flüge? Vergisst du da nicht noch jemanden, der fliegen kann? Kommt schon, Leute. Helft doch beide dem Team mit euren Flugkünsten. Schönes Bild, Morten. Keine Ballonfahrten mehr für diese doofen Tagkinder. Jetzt gehört der Mondballon ganz allein mir. Ihr behaltet weiter alles im Auge. Ich fliege im Sturzflug rein und schnapp mir den Heißluftballon. Das erfordert schwierige Flugmanöver. Keine Sorge, Eulette. Überlasst das ruhig mir. Mit meinen Flugfähigkeiten ist das ein Kinderspiel. Wirklich? Streitet euch nicht. Ich könnte mir den Ballon mit meiner Supergecko-Tarnung schnappen. Tarnung ist toll, aber nicht so toll wie ich auf meinem Flugroller. Seht her. Hey, Luna Girl, gib den Ballon wieder her. Oh, da ist das kleine Kätzchen. Ihr wollt den Ballon zurück? Dann bitte sehr. Nur zu, Kätzchen. Wow! Ha! Ah! Alles okay, ich mach das schon. Wir dachten, du wärst ein Schurke. Ich wollte euch nur sagen, dass Luna Girl auf dem Weg zur Schule ist. Warum hast du nicht den PJ-Kommunikator benutzt? Naja, ich dachte, ihr braucht vielleicht meine Hilfe. Du wirst ein Super-Nieser nie los, wenn du nicht drinnen bleibst. Ich... Alles klar. Ich gehe zurück. Gut, und wir machen uns auf den Weg zur Schule. Warne uns, wenn du etwas siehst. Oh. Eine Motte, das heißt Luna Girl ist in der Nähe. Sie ist direkt vor der Tür. Das sollte ich den anderen sagen. Aber wenn ich ihr folge, kann ich vielleicht sehen, was sie im Schilde führt. Das ist eine viel bessere Idee. Hey! Jetzt nichts wie hinterher. Sie führt mich direkt zu Luna Girl. Warte auf mich, Mottenkugel! Erstausgabe ist, sie ist trotzdem langweilig. Gecko verfolgt dich? Dann hat er das Hauptquartier verlassen. Meine anderen Motten versuchen, das Eingangstor zu öffnen. Weil Gecko nicht mehr im Hauptquartier ist, wird mein Plan endlich aufgehen. Bald gehört das PJ-Hauptquartier mir. Nur mir! Seht doch, was hier jetzt alles schwebt. Hör sofort auf, Romeo! Oh, die Pyjama-Helden! Seid ihr hier, um euch meine Anti-Schwerkraftmaschine anzusehen? Anti-Schwerkraftmaschine? Ganz recht!
alles, was von dieser Maschine getroffen wird, wird leichter und leichter, bis es wegschwebt. Schaut zu! Alle guten Dinge sind drei. Schon bald stehe nur noch ich auf dem Boden und dann übernehme ich die Weltherrschaft. Damit kommst du niemals durch. Ach ja, ich habe bereits euer Hauptquartier getroffen. Und wisst ihr was? Ihr seid als nächstes dran. Wow. Wir müssen in Deckung gehen, schnell. Hey Leute, wartet auf mich. Ich kann wieder fliegen. Noch schnell rennen. Gecko, Achtung! Superkatzentempo! Okay, Gecko, folgender Plan. Während Eulette und ich Romeo ablenken, schnappst du dir seine Maschine. Was? Aber ich kann weder springen noch fliegen. Und was, wenn ich es könnte? Vielleicht kann ich das Hauptquartier retten, wenn ich fliegen lerne. Wow! Heb ich hoch in die Luft ab. Gecko, was machst du da? Versuchst wohl zu fliegen, ha? Huh? Komm, lass dir von einem Genie helfen. Hä? Oh, ha, nicht ganz. Du hast nur meine Flügel erwischt. Wow, ich kann wirklich fliegen. Oh, aber nicht in die Richtung, in die ich will. Ich hab geschnallt, wie es geht. Nein, hast du nicht. Jedes Mal, wenn du hüpfst... Was tust du da, du nerviges Kätzchen? Catboy, lass mich den Sprungdoser benutzen. Ich kann Romeo damit aufhalten. Nein, Gecko. Nur ich. Catboy. Na gut. Wenn ich nicht den Sprungdoser haben kann, dann nehme ich eben den Raketenrucksack. Nein, Gecko, sei vorsichtig. Der Raketenrucksack ist sehr gefährlich. Hey! Wow. Ah. Ah. Wow. Wow. Nee, du machst meinen Raketenrucksack kaputt, du eiernde Eidechse! Oh nein, Gecko könnte sich schwer verletzen. Ich hätte ihm den Sprungdoser geben sollen. Catboy, hilf! Keine Sorge, Eulette. Ich hol dich da raus. Wow, wow! Na endlich! Super Eulenflügel! Ups. Der Raketenrucksack ist echt schwer zu machen. Wow. Ha! Endlich habe ich meinen Raketenrucksack. Nun kann ich die Weltherrschaft übernehmen. Okay, soll ich mit dem Himmelverschleimer anfangen? Oder dem Machotronic? Oh, stimmt, ich wollte den Schneefopuff nehmen. Ich bin überwältigend. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich habe eine Idee. Schlitternde Schlange. Bald hat dieser Schurke nichts mehr zu lachen. Katzenohr. Ich höre etwas. In die Richtung. Hey, diese Stimmen kenne ich doch. Noch wisst ihr es nicht, ich sag's euch gleich. Ninjalinos, die sind stark und dreist. Nacht-Ninja. Seine Ninjalinos haben alte Sportgeräte. Ja, Hallöchen, Pyjama-Helden. Gib die Sportsachen zurück, Nacht-Ninja. Die brauchen die Tagkinder. Oh nein, ich brauch sie. Für meine Super-Ninjalinos. Sie werden damit stärker und stärker. Bald kann ich ihnen meine fantastischen Ninja-Moves beibringen. Sie werden niemals so stark sein wie ich. Los, retten wir unseren Sporttag. Das übernehme ich, Leute. Klingendes Reptil, gib mir das Fahrrad zurück. Die Tagkinder brauchen es. Aufhören! Au! Wow, die Ninjalinos sind echt stark geworden. Ja, bald können sie im Training gegen mich antreten. Bald, hab ich gesagt.
Jetzt erstmal zum nächsten Trainingsparcours. Umblättern. Guter Versuch, Gecko. Aber wir brauchen einen Plan für uns alle drei. Nein, die Ninjalinos sind winzig. Ich bin mir sicher, dass ich stärker bin als sie. Na los! Zu spät. Ich locke ihn von hier weg. Die Eier sind für ein Rekordomelett gedacht. Und ich bin hier, um sie zurückzuholen. Meinst du diese fauligen Eier? Mein Verfaulisierer faulisiert sie alle. Dann sind sie extra stinkig, wenn ich sie zerschmettere. Ah, das stinkt. Bald müssen alle drin bleiben, um dem Gestank zu entkommen. Und ich bin dann der Bestimmer. Fang besser an zu laufen, Eidechsenhut. Aber ich werde das Gecko-Mobil brauchen, um dem Gestank zu entfliehen. Wo habe ich es abgestellt? Gecko! Hier stinkt's. Wir müssen vor diesem Geruch fliehen. Gehen wir ins Gecko-Mobil. Wo ist es denn? Du weißt doch, wo es ist, oder? Ja, natürlich. Es ist nur... Hallo, PJ Masks! Oder soll ich sagen, PJ Stinker? Ich drehe meinen Verfaulisierer auf. Bereit für den Supergestank! Hey, wir kommen mit dem Geruch klar, PJ Masks. Und wir brauchen kein Gecko-Mobil, um Romeo aufzuhalten. Oh, diese Eier stinken ja noch fürchterlicher. Natürlich, Katzenklo-Bubi. Mein Verfaulisierer macht sie fauliger und fauliger. Vielleicht sollten wir im Gecko-Mobil Unterschlupf suchen. Wo ist es, Gecko? Ich finde, das müssen wir nicht. Versteckt euch einfach. Ungefähr so. Ich meine natürlich so. Nein, ich meine so. Oh, so. Einfach verstecken. Aber wir können uns nicht tarnen. Flatternde Federn. Wir müssen hier weg. Wow, lauf. Es soll aufhören. Bitte. Wow. Super, Gecko. Jetzt müssen wir den Mondball zerstören, damit Luna Girl nicht noch jemandem ein Spielzeug stiehlt. Wartet! Zuerst zeige ich euch, was ich Tolles kann. Hey! Hör auf damit! Violette, bitte schieß den Ball zu mir. Ja, gleich. Aber erst schaut zu. Tor! Ich hab's geschafft! Nein! Ah! Mondball! Das Spatzenhirn wurde eingesaugt. Hilfe! Haha, ich habe ein Vögelchen gefangen. Mondmagnet wirbelt das Vögelchen schön herum. Hätte ich doch nur den Ball zu Catboy geschossen. Hüpf, hüpf, kleines Vögelchen. Super Katzensprung. Was? Jetzt, Gecko! Das wird schon wieder werden, Eulette. Wir sind bei dir. Catboy, Gecko? Tut mir so leid. Ich wollte doch nur zeigen, wie gut ich im Fußball bin. Aber das wussten wir doch schon längst, Eulette. Würdest du den Ball passen, wärst du noch besser. Richtig. Es ist ein Teamsport und ein Team sind auch wir. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Wir müssen Eulette aus dem Mondball rausholen. Wir könnten ihn platzen lassen. Mit etwas... Naja, großen und spitzen. Wie wär's mit dem Fahnenmast vor dem Museum? Gecko, du rollst den Ball. Catboy, du gehst voraus und führst ihn. Pyjama-Plagegeister, wo seid ihr bloß? Jetzt hängt alles von mir ab. Gecko-Mobil-Tarnung. Wo ist der glucksende Gecko hin? Ninjalinos, warum seid ihr nicht in den Bussen? Sofort zurück und haltet diesen Gecko auf.
stecke fest. Da bist du ja. Ninja Linus, zeig's ihm. Oh-oh, sieht aus, als ging es hier nicht weiter. Und jetzt Super-Gecko-Tarnung. Die Burg hat Klebeklatscher-Katapulte? Sowas brauchen wir auch. Nein, brauchen wir nicht, Eulette. Unser Stützpunkt hat genug Verteidigungsmittel. Ja, Eulette, meinst du, du kannst uns hier draußen helfen? Naja, ich könnte... Und nochmal. Hallo, Pyjama-Pupser. Gebt's zu, mein Hauptquartier ist das Beste. Und jetzt werde ich eures zerstören. Nicht solange wir unsere eigenen Fellball-Katapulte haben. Oh, oh. Nimm das hier. Daneben! Du bist keine Eule, sondern eine blinde Fledermaus! Warte, bis ich meine Zielvorrichtung eingestellt habe. Hey, Eulette, wir sind im selben Team! Aha! Da bist du ja, Gecko! Ich verpasste jetzt eine kleine Drehung! Halt dich fest, Gecko! Flatternde Federn! Seine Wutburg kann sich auch noch drehen? Megabox des Bösen? Ganz genau! Wenn sie fertig gebaut ist, verwandelt sie die ganze Stadt in meine eigene Privatstadt, die nur mir gewidmet ist. Und ich nenne sie Romeoville! Ich dachte, Sie wollten sie Romeopolis nennen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Vergiss es, Romeo! Wir kommen jetzt rein und beenden deinen Plan. Dass ihr euch dabei nicht täuscht, denn ich habe überall ums Museum Fallen aufgestellt. Hier kommt ihr nie und nimmer rein. Oh, das werden wir ja sehen. Bleib hier! Oh, oh. Super Katzensprung! Hab dich! Danke! Danke, dass du meine Falle ausprobiert hast, Eidechsenfuß. Gute Nacht, ihr PJ-Affen. Alles in Ordnung, Gecko? Mir geht's gut. Aber wenn wir erstmal drin sind, geht's mir besser. Gecko, du hast Romeo gehört, ums ganze Museum sind Fallen aufgestellt. Vielleicht ist es keine gute Idee, reinzugehen. Aber nur wenn wir drin sind, können wir ihn aufhalten. Wie wär's, wenn wir nicht selber da reingehen, sondern versuchen, Romeo hier rauszulocken? Tolle Idee, Eulette. Ich glaube, ich weiß auch schon wie. Hallo, ich bin ein Roboter. Hallo, Roboter, mein Name ist... Das Geräusch kenne ich. Das ist ein Eiswagen. Ich liebe Eiscreme. Hoffentlich haben sie auch doppelt Hofo-Pistazie. Romeo kommt. Das ist unsere Chance. Ja, jetzt habe ich dich, Romeo. Ein Trick? Oh, ich wollte unbedingt ein Eis haben. Oh, das werdet ihr mir büßen, PJ Masks. Super, Eidechsengriff. Gecko! Ihr Pyjamas lehrt es auch nie. Komm sofort zurück, Romeo. Was? Ene, mene, mane, mo. Wer will fahren mit Romeo? Aha. Mein Eulengleiter. Schnell, wir müssen ihn verfolgen. Wartet, mit unseren Rädern erwischen wir ihn nicht. Wir können meinen Katzenflitzer nehmen, wenn ich ihn runterkriege. Seht! Das muss die Fernbedienung für den Magneten sein. Aber wir wissen nicht, wie sie funktioniert. Nicht, dass wir damit unsere Fahrzeuge platt machen. Ja, nehmen wir unsere Fahrräder. Los, er entkommt uns. So erwischen wir Romeo nie. Doch, das werden wir. Ich flieg hoch und lock ihn runter. Dann saust du mit Gecko auf deinem Fahrrad mit super Katzentempo vor. Genau. Und ich schnapp mir den Eulengleiter mit meiner Superstärke. Juhu! Hä? Catboy? Mein Rad kann weder Katzenschreie von sich geben, noch Fellbälle abfeuern. Ich fahr zurück und hol den Katzenflitzer. Und was ist mit unserem Plan? Los, lande, Romeo! Ich hab dich! Auf deinem Fahrrad? Vergiss es, Vögelchen! Du bist diejenige, die lachen wird!
Deckel. Catboy, Gecko, los! Los? Ich bin allein. Wir brauchen Catboy. Noch ein kleines bisschen. Ciao, ciao, PJ Masks. Gecko, wo ist Catboy hin? Nach links und... Ach, ich werde es euch zeigen! Gecko, unternimm was! Was denn? Ich kann nicht einen Laser und einen Roboter aufhalten. Ciao, ciao, Spatzenhirn! Los, verfolgen wir ihn. Kommt schon, versucht mich einzuholen, Pyjama-Plagegeister. Haltet euch gut fest. Hier kommst du nicht weiter. Glaubt ihr? Ich zeig euch jetzt die neueste Funktion meines Labors. Sein Labor kann springen? Das habt ihr nicht erwartet, nicht wahr? Ich liebe überraschende Fluchtmanöver. Wie sollen wir ihn jetzt aufhalten? Das Gecko-Mobil kann nicht fliegen. Aber es kann an Gebäuden hochklettern. Wir können ihn trotzdem verfolgen. Na, Logo! Festhalten! Katapult! Super, einen Griff! Kringelndes Reptil! Ha! Ihr habt keine Chance, Pyjama-Helden! Also, welche Tollpatschigkeit passt am besten zu dieser klebrigen Echse? Schreckstolperer? Dralldreher? Nein, Flutschwinger! Perfekt! Ich guck nur von unten, ob's Gecko gut geht. Also, Leute, was ist hier los? Keine Ahnung. Ich kann mich nicht mal an der Stange festhalten. Natürlich kannst du das nicht. Dank mir hast du jetzt Flutschfinger. Dann macht also der Strahl tollpatschig. Das ist nicht irgendein Strahl, sondern der genialste Tollpatschig-Strahl aller Zeiten. Oh nein, er hat Gecko verstrahlt. Ja, weil du nicht zugeben willst, dass er dich auch erwischt hat. Er ist wegen deinem tollpatschigen Fahrstil aus dem Katzenflitzer gestiegen. Was? Ich und verstrahlt? Niemals! Seht euch meine geschmeidigen Katzenbewegungen an, während ich den Strahl ausschalte. Super Katzentempo! Nein, Catboy, warte! Vielleicht wurde er doch nicht verstrahlt. Super Katzen! Strahlschützen. Sie ist die Einzige, die noch nicht getroffen wurde. Und ich natürlich. Aber wir gehen es an. Ich lenke den Strahl um mit diesem Schild. Flutschfinger. Ich helfe dir. Für mich ist das leicht, weil ich ja nicht tollpatschig bin. Ich stoppe ihn mit einem Funkelblitz. Kick und zack. Jetzt hast du dich selbst weggekickt, Eulette. Was ist so schlecht an deinen super tollen Moves? Die sind in Ordnung, aber ein Blitzflip würde Romeo total überraschen. Eines Tages schaffe ich ihn. Okay, finden wir raus, was Romeo als Nächstes vorhat. Wo gibt es viele Bücher? In
der Stadtbibliothek. Ringelndes Reptil, da sind einige der wertvollsten Bücher der Welt. Wir müssen ihn aufhalten. Eulette? Komm schon. Romeo könnte sonst aus der Bibliothek auch alle Funkelblitzbücher stehlen. Gut gemacht, mein Metallmann. Bald wird in der ganzen Stadt jedes Buch von mir handeln. Du bist bisher eine meiner besten Erfindungen. Danke, Meister. Ich liebe euch, Romeo. Romeo ist ein Genie. Letzte Etappe, die Bibliothek. Hervorragend, die Tür ist verschlossen. Romeo ist noch nicht drin. Gecko, du kletterst drauf. Sobald ich seine Füße gefesselt habe, springst du runter und stößt den Roboter um. Okay, Catboy. Super Eidechsengriff. Super Gecko-Tarnung. Eulette, benutzt deine Eulenaugen und warne uns, wenn sie kommen. Das ist total wichtig. Keine Sorge, Catboy. Wird erledigt. Super Eulenflügel. Okay, ich warte auf dein Zeichen. Funkelblitz durchleuchtet die Stadt. Es gibt keinen Zweifel, dass sie den Bösewicht aufspürt. Und er hat keine Chance gegen ihren Blitzflip. Kick und zack! Ich hab's endlich geschafft! Ja! Wie wäre es mit einem Dino-Ritt nach Gecko-Art? Du tollpatschige Eidechse! Lass mich runter! Und jetzt Landeanflug! Puh, geschafft! Gute Arbeit, Pyjama-Helden. Eulette, du schlägst gar nicht ein. Bei uns ist alles gut, oder? Nur weil wir Romeo besiegt haben, ändert das nichts dran, dass du mich vorhin erschreckt hast. Nein, aber ich habe mich doch entschuldigt. Und so gruselig war es doch gar nicht. War es doch. Okay, aber können wir uns nicht wieder vertragen? Tut mir leid, nein. Warte, Eulette, bitte. Es ist nicht leicht, dieses Teil zu fliegen. Ist mir egal. Ich will mich mit Eulette wieder vertragen. Wow! Mein Flugsaurier! Hol ich mir meinen Flugsaurier zurück und das fliegende Miezekätzchen schnapp ich mir auch noch. Haltet durch, Catboy, ich hol Hilfe. Eulette! 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 Hilfe! Euer Anführer sein. Also los! Oh, das ist eine Katastrophe! Vielleicht sollte ich dieses Mal fahren. Catboy, du wirst wieder normal werden, aber wir brauchen einen Plan. Ich habe einen Plan. Wir rasen um Nachtninja und Romeo herum, bis ihnen schwindelig ist. Dann springe ich schnell raus und schnapp mir den Schrumpfer. Naja, der Schrumpfer ist echt groß. Und du bist echt klein. Das wird schon wieder. Nur weil ich kleiner bin, bedeutet das nicht, dass wir alles anders machen müssen. Los jetzt! Was meint ihr mit, sie sind entkommen? Also, wo sind die Pyjama-Helden? Jetzt soll den Schurken schwindelig werden. Was? Geh mir aus dem Weg, du schwindliger Ninja! Wie nennst du hier schwindlig, du strampelnder Clown? Wuhu, ja! Hey! Wuhu, der großartige Catboy surft auf dem Schrumpfer!
auch wenn ich klein bin. Wir haben es geschafft. Wow!